Zwei spannende Monate liegen vor Dominik Ofner und die Band. Am Rosenmontag startet die Promotour Roadtrip 2015 im Heimatort Voitsberg. Für diese Zeit wird kurzerhand die Familienkutsche von Dominik Ofner als Tourbus umfunktioniert. Zu den treuen Begleitern zählen in dieser Zeit Harmonika, E-Gitarre, Schlagzeug und ein Kajon. Doch Dominik Ofner macht sich nicht alleine auf den Weg. Ja, also die Idee zur Tour ist dadurch entstanden, dass wir ja jetzt dann eigentlich alles selber machen, Dominik Ofner und die Band Büro. Und da kommst du halt mit verschiedenen Veranstaltern in Verbindung und tust halt E-Mail hinschreiben und nachtelefonieren. Natürlich melden sich die Veranstalter bei uns selbst auch, aber du schaust ja selber auch, dass du Gigs auf die Füße stellst. Und ja, da haben wir uns gedacht, wir nehmen einfach unser Auto her und machen was ganz was anderes, hauen unsere Instrumente ein und fahren einfach unplugged durch Österreich zu den Veranstaltern und spielen dort gleich live ohne Strom an. Dass dort nachher gleich eine ganze Tour entstanden ist, die was uns sogar nach Deutschland führt, ist natürlich grenzgenial und das freut uns natürlich ganz besonders. Und so haben wir eben Radiostationen mitgenommen, so wie jetzt dann Echtzeit-TV. Danke für den tollen Bericht jetzt schon. Und ja, und haben unsere Live-Gigs. Wir sind jeden Tag am Abend in einem anderen Lokal und darauf freuen wir uns schon riesig. Seine Bandkollegen Gitarrist Richie Gschank und Schlagzeuger Wolfgang Platzer, genannt Wolf, sind auch mit von der Partie. Quer durch Süddeutschland und Westösterreich wird getourt. Unplugged lautet die Devise. Ich bin der Wolfgang, der Wolf oder Wolf, je nachdem. Ich spiele Sperrraum. Also ich bin der Richard und ich spiele E-Gitarre bzw. akustische Gitarre. Und für mich bedeutet die Tour einfach, dass man gemeinsam zusammenwächst und einfach eben unterwegs ist und einen Spaß hat und auch im kleinen Rahmen in Form von eben diesen Akustikkonzerten einfach näher zu den Leuten kommt und einfach Spaß hat. Ganz ohne Strom wollen sie ihren Fans beweisen, was sie wirklich drauf haben. Die zahlreichen Stationen beinhalten vor allem Radioauftritte, Lokalauftritte sowie TV-Berichte. Ja, gerade haben mit Freunden unterwegs sein und einfach unterwegs sein. Das ist das Gefühl, was wir umbringen wollen und was uns taugt. Unterwegs sein und gerade haben. Ja, die Tour ist in dem Sinn für mich eigentlich, hat es die Bedeutung, weil es eigentlich die erste große, unter Anführungszeichen, Tour ist, wo wir von Montag bis Sonntag wirklich ununterbrochen unterwegs sind. Und das zeigt nachher auch, ist ein kleiner Test, vor allem für uns drei. Wir sind ja eigentlich die Hauptakteure von Dominik Ofner und die Band. Natürlich stehe ich im Vordergrund, weil ich ja die Lieder und alles schreibe, aber der Wolf eben, unser Schlagzeuger, und der Richie, unser Gitarrist, wir sind halt quasi die führende Kraft bei uns in der Band, sage ich einmal, und da merkt man nachher, wenn wir eine Woche unterwegs sind, das festigt den Zusammenhalt und das merken natürlich auch die Fans, wo wir eben hineingeladen sind, wo wir spielen. Und wie der Wolf schon gesagt hat, es ist natürlich ganz wichtig, dass wir einen Spaß haben und dass die Leute vor allem einen Spaß haben, dass man gemeinsam feiert zu unserem rustikalen Ausdruck Bob. Ein Highlight wird das Konzert für die KFOR-Truppen im Kosovo Ende März werden. Also der spektakulärste Auftritt für uns ist natürlich am Donnerstag dieser Tourwoche, wenn wir in Heidenheim sind. Das hat unser Heiko eingefädelt. Servus Heiko. Der Heiko Heymann Ulses ist einer der größten Fans von Dominik Ofner und die Band. Und den haben wir kennengelernt 2013 beim Schürzenjäger Open Air, das wir auch heuer wieder zum dritten Mal bespielen dürfen. Und da haben sich viele Fans irgendwie formiert und die werden dort auch hinkommen. Also wir sind dort nachher endlich bei unseren deutschen Fans einmal bei seiner daheim. Sie waren ja bei uns am Heimspiel und deshalb können wir seiner was zurückkommen, nachdem wir eben nach Heidenheim an der Brenz kommen. Und das wird für uns natürlich der spektakulärste Auftritt sozusagen dieser Tour werden, unseres Roadtrips.
was? Gehen wir es an? Ich hätte gesagt, gehen wir es an. Wolf. Ha? Wachmeiers Auto. Ein Sommerhit? Nein, ein Sommerhit haben wir nicht geschrieben. Wir gehen jetzt das Auto an, einrammen und dann Arrivederci, au revoir. So lange beigesehen. Zwei abwechslungsreiche Monate warten auf Dominik Hofner und die Band. Zwei Monate, um sich zu beweisen und neue Kontakte zu knüpfen und vor allem unzählige Möglichkeiten, sich bei den treuen Fans zu bedanken und gute Laune zu verbreiten. Wir starten heute da mit unserem Tourstart live. Wir waren heute schon bei Radio West, haben heute schon eine TV. Er ist heute auch wieder da, unser Pinter Anton. Der macht da eine kleine Reportage. Er hat gesagt, es ist heute noch vor Mitternacht auf YouTube, also tut euch brav aufhören, weil er filmt euch nachher alle, gell? Kommt alles ins Internet. Und ja, wenn ihr auch so weit seid, sagen wir gute Unterhaltung, Dominik Hofner und die Band Unplugged. Ein Wahnsinn mit dir, Durchstart, auf geht's! Ich geh mit dir durch den Wald, weil es so weit ist und voll. Mit dir allein durch die Nacht, ist so ein Feier im Vor. Schaust du mir und ich zu dir, du sollst mir auch ein paar Sorgen spielen. Dafür möchten wir uns wirklich recht herzlich bedanken und genau deswegen existieren wir und genau deswegen machen wir Musik. Danke, dass ihr für uns da seid und wir versuchen euch einfach das Bestmöglichste zum Zurückgeben mit unserer Musik. Einfach für die Leute da sein, zusammenhalten und gemeinsam feiern. Und das ist halt wichtig. Und das geht Unplugged einfach so toll. Deswegen, ja, es wird sicher geil werden.